Guten Tag, Herr Piemontesi. Guten Tag. Herzlich willkommen zum Interview hier mit mir als Lektor vom Hele Verlag. Wir wollen heute über die beiden ersten Sammlungen der berühmten Annide Pellerinage, Swiss und Italie, sprechen. Sie haben diese beiden Sammlungen auf CD eingespielt, aber haben auch für unsere Revision, die kürzlich im Hele Verlag erschienen sind, die Fingersätze beigesteuert. Als italienischsprachiger Schweizer sind Sie mit der Kultur dieser beiden Länder natürlich auf besondere Weise verbunden. Hat dies die Arbeit an den Stücken von Swiss und Italie in irgendeiner Art und Weise erleichtert? Ich glaube schon. Also zuallererst muss ich sagen, dass ich diese Stücke sehr früh kennengelernt habe, vielleicht eben durch die Nähe diesen beiden Ländern. Also ich habe, glaube ich, die erste Aufnahmen davon, als ich 10 oder 11 war, gehört. Also die Stücke gehören schon seit langer Zeit in mein System. Und dann gleichzeitig hatte ich natürlich immer mit viel Natur in der Schweiz zu tun, schon als Kind. Also Berge und Seen und diese ganzen Landschaften. Und mit der italienischen Kultur bin ich auch wegen der Schule sehr eng verbunden. Also mit dem ersten Jahr aus der Divina Commedia von Dante haben wir uns sehr, sehr lange befasst, ebenso auch wie mit den Sonetti von Petrarca und so weiter. Und das Posalizio von Raffaello ist auch in Brera, also in Mailand, ausgestellt. Das ist ja ein Katzensprung von Tessin entfernt. Ich will damit sagen, dass die Anfangssituation vielleicht ziemlich günstig war. Ich konnte mich sehr früh mit dieser Kultur und mit diesen Eindrücken befassen. Aber es ist klar, dass das nur ein Startpunkt ist. Also die Stücke sind sowohl pianistisch als auch musikalisch sehr schwer. Und oft finde ich, dass ein Bild oder ein Gedicht oder eine Situation nur ein Anfang sind in einem Stück. Sie sind eine Idee, ein Anhaltspunkt, aber dann kommt die ganze Verarbeitung durch den Komponisten, seine subjektive Sicht, und diese Sicht muss man sich dann eben erstmal aneignen und erarbeiten, und das ist dann eine ziemlich schwierige Arbeit. In diesem Zusammenhang, abgesehen von den Titeln zu den einzelnen Stücken, gibt es ja in vielen Fällen auch Zitate von Schiller, Lord Byron und Senancour. Spielt das auch bei der Interpretation in irgendeiner Art und Weise eine Rolle? Absolut. Also ich finde, für mich als Künstler, als Musiker, ist die Suche nach einer bestimmten Atmosphäre, nach einem bestimmten Charakter in jedem Stück absolut wichtig. Also diese Suche begleitet mich von Anfang bis zum Konzert. Und wir haben oft mit Stücken zu tun, wo wir nicht wissen oder nur erraten können, was die Hintergründe sind. Und oft bin ich auch gegenüber den Sängern ziemlich neidisch, weil sie eben einen Text haben und man kann wirklich wissen, in jedem Moment, worum es in dem Stück geht. Und insofern sind diese Zitate, so wie später auch bei den Zitaten oder bei den kleinen Titeln, bei den Debussy-Präludes, bin ich ja sehr dankbar, weil ich kann mir natürlich irgendwas darunter vorstellen. Ist es für mich dann einfacher, die Emotionen, die dahinter versteckt sind, zur Geltung zu bringen? Das heißt vielleicht in der Konsequenz, man muss sich letztlich auch ein bisschen mit der Biografie beschäftigen. Könnte zum Beispiel seine wechselnde Beziehung zu seiner Reisebegleiterin, der Gräfin d'Agoult, auch eine Rolle spielen? Also spiegeln sich die verschiedenen Stationen dieser Liebesbeziehung zum Beispiel in den Petrarca-Sonetten? Das kann schon sein, wobei bei Liszt finde ich schon, dass man aufpassen muss, Biografie mit dem Werk auch zusammenzubringen, weil er auch so extrem sein konnte. Er hat als junger Mensch zum Beispiel satanische Messen mitgefeiert oder mitgehört, und am Ende ist er doch selber Priester geworden. Also da war das ganze Spektrum drin. Also das war ein Teufel und ein Priester in der gleichen Zeit. Und auch bei den Stücken, also wir finden diese Sonetti, die vielleicht eine große
Annäherung oder eine große Verwandtschaft zu dieser Liebe zu Madame Dagoo sein könnte. Gleichzeitig haben wir aber auch ein ziemlich klar strukturiertes und apollinisches Stück wie das Posalizio. Insofern muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist aber ein Punkt, was hier zentral ist, er pilgert in die Schweiz und nach Italien, um Eindrücke aus der schönsten Natur und Kultur aus unserem Kontinent einzusammeln und ihm dann wirken zu lassen. Und aus diesen Eindrücken dann entstehen diese unglaublichen Stücke. Also man sieht auch, mit welcher Intensität diese Musik dann komponiert worden ist. Es scheint doch, dass diese Eindrücke, die ihm während dieser Reise, diese zwei Reisen begleitet haben, doch was sehr Wichtiges bei ihm hinterlassen haben. Und das hat er eben mit größter Intensität und Poesie in Musik dann umwandeln können. Wenn man von Liszt spricht, muss man natürlich auch von der Klaviertechnik reden. Virtuosität spielt ja eine Rolle in diesen beiden großen Werken, aber sicherlich eine andere als zum Beispiel in den Etüden. Was bringen diese Stücke aus Swiss und Italie rein technisch gesehen Neues? Es ist natürlich eine andere Art der Virtuosität, wie es noch aus Mozarts oder Schuberts Zeit kennen. Es fängt vielleicht schon mit der Hammerklaviersonate von Beethoven an, wo die Pianistik dann plötzlich in eine Art Feuerwerk geht. Das Klavierspiel wird zu was. Und das hat nicht nur mit Technik, sondern wirklich auch mit Klang zu tun. Das wird zu irgendwas Orchestralem auch. Ne? Mhm. Und das ist kein Zufall, dass zum Beispiel von der Vallée d'Obermann, aber auch von anderen Stücken tolle Orchestertranskriptionen davon gibt. Und genauso wie Chopin das macht, schreibt Liszt eben die Etüden, die Etude d'Exécution Transcendante in diesem Fall, um auf die Schwierigkeiten von den jeweiligen Stücken vorzubereiten. Mhm. Und natürlich steht in den 12 Etüden dann das Pianistische im Vordergrund. Aber es gibt hier auch wirklich Stellen, die nicht leicht sind. Also Orage braucht wirklich schon sehr, sehr viel Zeit. Das kann die Dante-Sonate auch. Und die Parallele könnte zum Beispiel sein, dass man die Eroica-Etüde als Vorbereitung für Orage nehmen könnte oder Mazeppa für die Dante-Sonate. Also ich würde vielleicht sagen, dass der Klang hier, die ganze Studie dahinter ist vielleicht eine mehr poetische Studie. Also man muss wirklich sich mit Klangfarben beschäftigen. Man muss Flügel zum Singen bringen. Und das ist vielleicht dann die schwierigste pianistische Aufgabe. Liszt gehörte ja zu den Komponisten, die eigentlich ständig an ihren Werken weitergearbeitet haben. So sind auch die Stücke aus diesen beiden Bänden in mehreren Versionen überliefert. Und in einigen Fällen hat er sogar zwei Fassungen veröffentlicht. Wir haben in einem Fall bei der Vallée d'Obermann die Erstfassung im Anhang mit veröffentlicht. Wie könnte man die Unterschiede umschreiben zwischen dieser ersten Fassung und der heute viel bekannteren Endfassung? Also ich würde schon in diesem Fall sagen, dass die Endfassung viel schlüssiger ist. Diese erste Fassung hat viel mehr mit Schablonen zu tun, hat manche Längen, die ich dann nicht ganz interessant finde. Also da ist schon die Endfassung ein Meisterwerk. An anderen Stellen, zum Beispiel bei den Glocken von Genf, habe ich bei meiner Aufnahme sozusagen eine Mischung gemacht und habe aus der ersten Fassung Teile genommen, die mir besser gefallen haben. Ich würde nicht immer sagen, dass prinzipiell jede Bearbeitung von jedem Komponisten immer zu was Besserem führt. Ich bin gerade diese Woche mit der zweiten Rachmaninoff-Sonate wieder am Werk und ich finde die Originalfassung viel, viel spannender als die Bearbeitung von 1931. Aber in dem Fall von Obermann, da würde ich wirklich die Endfassung
als wirklich ein Meisterwerk bezeichnen. Besser geht es ja nicht. Also das ist, muss ich auch sagen, vielleicht von den ersten 2 Jahren auch mein Lieblingsstück. Kommen wir jetzt zu den Fingersätzen. Liszt hat ja in den meisten dieser Stücke selbst Fingersätze hinterlassen, die wir auch in unseren Hähne-Editionen kursiv abgesetzt beibehalten. Haben diese Originalfingersätze von Liszt bei der Konzeption von ihren eigenen eine Rolle gespielt oder ist das etwas, was nur noch von historischer Bedeutung ist? Also ich habe sie mir natürlich angeschaut und teilweise fand ich sie auch sehr interessant. Ich muss aber oft sagen, dass ich die Fingersätze ein bisschen seltsam finde, wenn wir die modernen Konzertflügel kennen. Also Sie werden sehen, wenn Sie dann die Fingersätze von ihm probieren, er benutzt sehr oft schwache Finger, also vierten, fünften Finger. Und das hat, glaube ich, mit den Instrumenten aus der Zeit zu tun. Also ich konnte während der Dreharbeiten für das zweite Jahr in Italien mit dem Schweizer Fernsehen in Mailand im Museum von La Scala auf dem Flügel spielen, wo Liszt anscheinend im Bellagio eben die Dante-Sonate konzipiert hat. Und die Mechanik ist dermaßen leicht, dass man, wenn man wirklich die Taste fast, also wenn man sie berührt, dann geht schon die Note los. Also man muss wirklich so viel Kraft herausnehmen, damit es nicht sofort explodiert. Und die Flügel, die wir heute haben, vor allem in Konzertsälen, sind so konzipiert, dass man wirklich sehr, sehr viel Kraft benutzen muss, damit wirklich auch ein ziemlich tragfähiger und lauter Klang rauskommt. Insofern habe ich dann persönlich versucht, eher bei vielen Stellen auf stärkeren Finger zu setzen als er. Aber es ist natürlich sehr interessant zu wissen, was ein Komponist für Fingersätze geschrieben hat. Genauso, was er für Pedalbezeichnungen oder für Dynamikbezeichnungen gefunden hat. Das ist immer eine Information, die wir irgendwo immer speichern. Das heißt, eigentlich müssten wir auch das im Grunde neu überarbeiten. Also zum Beispiel Pedalbezeichnungen. Wir haben ja in einigen Fällen sogar die Korrekturfahnen überliefert und da sieht man, dass das ein Punkt war, der ihm sehr wichtig war, an welcher Stelle das Pedal aufgehoben wird und wo das Pedal wieder neu einsetzt. Und manchmal lässt er das Pedal auch unerwartet relativ lang klingen, nachklingen. Ja, also ich würde sagen, da spielen zwei Elemente wieder mit. Der Flügel, mit dem man zu tun hat und die Akustik, wo man spielt. Also in einem sehr trockenen italienischen Theater benutze ich viel mehr Pedal. Ah, ja. In einem großen amerikanischen Auditorium mit 4.000, 5.000 Plätzen, mit viel Akustik, da darf ich nur ganz, ganz wenig Pedal benutzen. Man muss wirklich mit den Ohren immer auf den Raum eingehen. Man muss gucken, wie es klingt und man muss es immer korrigieren. Insofern ist das, finde ich, eine schwierige Sache. Man kann sagen, hier würde ich so ein Pedal benutzen, aber das gilt für diesen Raum. Und in einem anderen Raum klingt das eben anders. Nochmal ganz kurz zurück zu den Fingersätzen, die Sie jetzt notiert haben. Für die Hähnle-Ausgaben sind es die Sie auch an allen Stellen selbst in Konzerten benutzen? Oder gibt es auch Stellen, wo Sie sagen, der ist so speziell nur für meine Finger, da muss ich sozusagen einen pädagogischen Kompromiss eingehen, damit er auch für andere spielbar wird? Ich muss sagen, da bin ich relativ unorthodox. Ich schreibe fast nie Fingersätze auf in meinen eigenen Noten. Ich ändere sie auch ständig und das hat auch mit der Akustik zu tun. Also in einem Saal, wo der Klang wirklich explodiert, dann tendiere ich eher zu schwachen Fingern. In einem Saal, wo ich mehr geben muss, dann tendiere ich eher zu starken Fingern. Und das ändert sich ständig. Nur bei ein paar Stücken, die pianistisch so abstrus sind, wie das Schönberg-Klavierkonzert, da muss ich sie aufschreiben, weil sonst komme ich immer irgendwo mich selber in die Quere und das funktioniert ja nicht. Aber ich habe, würde ich sagen, hier vielleicht einen guten Kompromiss getroffen. Also manche Fingersätze würde ich vielleicht anders machen, aber die wären vielleicht auch pädagogischer Sicht etwas zu riskant. Also grundsätzlich habe ich versucht, die Hand immer relativ klein zu halten, also dass große Intervallen über einen großen Zeitraum nicht vorkommen, weil man muss nicht vergessen,
wie anstrengend manche von diesen Stücken sind. Also Sie haben bei Orage 4, 5 Minuten Oktavengedonner und da müssen Sie aufpassen, dass, oder bei der Dante-Sonate natürlich auch, dass Sie die Hand nicht zu sehr anstrengen. Ja, wunderbar. Dann herzlichen Dank für dieses Interview. Danke. Und alles Gute für die kommende Zeit. Danke Ihnen. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.